Herzlich willkommen zu diesem kleinen Unboxing, was ich teils schon angefangen habe zu machen, weil ich eben erstmal aufgemerkt habe, dass die Aufnahme nicht funktioniert. Aber ich hoffe, der Rest hat alles super funktioniert. Also werden wir jetzt mal schauen, was ich hier bekommen habe. Und zwar habe ich hier zuerst ein bisschen viel schöne Kristallfolie. Ich werde den Karton, den ihr jetzt wahrscheinlich schon gesehen habt. Dann habe ich hier mal mein Mikrofon ausgepackt. Das Maranit MP1000, das Sie eigentlich schon gesehen haben, habe ich irgendwo schon auf Instagram hochgeladen. Hier haben wir Anleitung alles. Ja, legen wir erstmal beiseite. Dann habe ich hier noch mein Audio-Interface, habe ich noch nicht ausgepackt. Derzeit, und zwar haben wir hier einmal die Spiele, es ist eine wunderschöne Spiele, eine kleine süße Spiele. Ich habe mich mit sowas noch nie auseinandergesetzt. Da muss ich vielleicht mal ein bisschen schauen, wie das alles funktioniert wird. So, dann haben wir hier einen, einen kleinen Dreifuß zum Stehen vom Mikrofon. Da können wir bestimmt dich irgendwie ranschrauben. Ich nehme mal so meinen Camcorder auf und der hat nicht die beste Qualität. So. Hier haben wir einen kleinen Windschutz und ein Kabel mit XLR in XLR. So. Und hier haben wir auch noch das Hauptteil davon, und zwar das Mikrofon. Ich kann schön. Mir kann so sein. Okay, wie funktioniert das denn? Ich kann da oben so aufdrücken, kann man das hinten dann jetzt auch. Kann ich doch bestimmt. Da jetzt, wenn ich aufdrücke. So. Das ist meine Spiele. Und irgendwie so ein Mikrofon. Offen, kann ich auch mal passieren. Kann man das so? Der gehört auf jeden Fall so, dass die Hälfte rausguckt. Muss man immer bedenken, die Hälfte muss immer rauskommen. Nein, wir machen das jetzt so. Sieht doch sehr gut aus. Kommen wir zum nächsten Teil, und zwar dem Audio-Interface. Das Focusrite Solo. Na, guck jetzt auf. Zack. Zack, zack. Zack, zack. Einmal. Mit der Seite. So. Die Schicht. Ganz süß und klein. Und das ist so süß. So klein hätte ich es mir auch vorstellen können. Ich finde es. Dangerous, do not eat. Ja, also. Prost. Irgendwas machen. So. Das ist es. So süß. Da kommt nachher das Mikrofon rein. Da kann ich pegeln. Mikrofon. Deckknopf. Weiß ich nicht genau, was das ist. Das ist für mein. Für Dings. Und das ist halt mein Output, meine ich. Ja. Und da ist ein anderes Zeug noch dran. Lückkabel. Okay, was ist das? Versuchen wir erstmal irgendwie jetzt daran zu bauen. So ist das ja hier mein Harry Weiss, da ist mein Headset, hier ist hier schon das Mikrofon stehen soll und auch nicht. Sehr gut. Die Bildschirme sind übrigens gerade ausgegangen, sehr
es eigentlich an, aber ja. So, wir versuchen jetzt mal, und das soll jetzt aber. Wir packen mal das Kabel. Dann würde ich mal kurz sagen, sehe ich euch gleich wieder, wenn ich das Kabel da hinten irgendwo durchs Loch durchgesteckt habe und mein Headset abgenommen habe. So, Leute, ich musste kurz ein paar technische Differenzen beheben hier, darum habe ich es ein bisschen nicht aufgenommen. Und zwar, ich habe jetzt hier das Focusrite erstmal da unten an meinen PC angeschlossen. Ich spiele jetzt einfach mal so frei und nehme die Kamera mal von meinem riesen Berg da runter. So, drehen wir kurz um, klack, klack. So, und zwar haben wir hier jetzt das Focusrite. Hier kann ich das jetzt halt rumstellen, mit der generellen Lautstärke und hier halt, wie laut ich mache. Wenn ich jetzt ins Mikrofon reinspreche, dann pegelt das, dann ja, sagt er mir, dass ich halt spreche mit dem grünen Kreis. Und ich kann auch zu hoch pegeln, dann sagt er rot. Oh. Mach mal wieder normal. So, dann habe ich hier jetzt so ein Kabel gelegt. Das geht jetzt hier einmal hinter meinem Monitor längs, kann man jetzt nicht sehen. Dann hier zu meinem hier an mein Mikro, das habe ich jetzt einfach so in die Spinne gelegt. Ist auch, boah, es sieht schon gut aus. Das ist jetzt, das läuft alles. Ich habe hier auch mit dem Kessel eben ein paar Komponenten, aber es läuft alles. Ich muss jetzt nur noch mal halt irgendwie noch mal das Kabel hinten an meinem PC machen. So, dann würde ich sagen, machen wir gleich einmal kurz eine kleine Probeaufnahme und dann sehen wir uns gleich in der Probeaufnahme wieder. So Leute, was geht ab? Ich pegel nochmal ein bisschen runter. So, ich hoffe, es ist okay so. Das ist jetzt eine kleine Testaufnahme. Ich guck mal. Ich habe hier übrigens ein geheimes Tech-Pack. Ich gehe einfach mal kurz auf den Server. Keine Ahnung, wir spielen mal eine Runde. Ich gehe mal auf Hive und spiele mal eine Runde Gravity. So, wir wurden mal für... Was wurden wir denn mal? Ich bin für 2. Weil da kommt ein bisschen von allem drin vor. So, welcome to Gravity. 5, 4, 3, 5. Obi-Ring, okay, die kann ich. Ich kann nicht sagen, der uns schafft. Nein. Ich schaff das. Weiter. Nein! Scheiße! Komm nochmal, weiter. Komm, schaffen wir, kriegen wir irgendwie hin. Zack. Und yes, easy, weiter geht's. Stage 2, Shaker. Na, ist akzeptabel. Mit kurzerer Sichtweite ist das okay. Weil man so nur den nächsten sieht und nicht noch irgendwie einen, der weiter weg ist. Nein. So. Okay, jetzt komm. Zack, boom, bam. So, auf geht's. Ich hoffe, es geht so. Wenn ich zu leise bin, muss ich das alles nochmal aufnehmen. Juhu. Nein, oh, Kante. Ich weiß nicht, ist das eine gute Distanz? Weil ich sitze schon so. Hoch. Ich sitze schon so ein bisschen weit weg. Was ist das? Ein Meter? Ein halber Meter? Ich glaube, ich sitze so einen halben Meter. Nee, nimm mal einen halben Meter. Davon weg. Ich weiß gar nicht, ist das okay so? Ja, wir werden jetzt schon irgendwie herausfinden. Nein, oh, bitte. Okay. Wie ist es gerade passiert? Was ist gerade passiert? Okay. Habt ihr es gesehen? Was ist gerade passiert? Ja, wo ist es hier? Das ist hier. Bitte sag es niemand. Und? Ja, ich bin Zweiter. Lasst einen Like dafür mehr, abonnieren, um kein einziges Video mehr zu verpassen. Bis zum nächsten Mal. Und